Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport e.V. Mein Name ist Nils Tischer und neben mir meine Kollegin Caroline Albrecht. Da hast du recht, Nils. Aber da brauchst du doch nicht gleich so rot werden. Ja, ha, lustig. War klar, dass das jetzt kommt. Ich war Skifahren und hab einen Sonnenbrand. Zum Glück hast du dich nicht verletzt. Aber nicht nur in Österreich war viel los, nein, auch hier in Berlin bei uns. Wir waren für euch bei den BR Volleys, außerdem bei der LG Mauerweg und wir haben eine junge Sportlerin besucht. Und wir haben diesmal nicht nur menschliche Sportler, sondern auch tierische Sportler und die waren vierhufig unterwegs. Wir waren beim Ostermeeting im Mariendorf. Ostereier suchen mal anders und zwar auf dem Wettschein. Denn wer da richtig guckte und das Siegpferd fand, konnte beim Ostermeeting in Mariendorf neben Geld ganz tolle Prämien gewinnen. Einzige Bedingung, ein Einsatz von 10 Euro. Auf den Glücklichen warteten dann Musical-Tickets, eine Jahreskarte für den Tierpark oder ein ganz, ganz toller Renault Twingo. Aber ob nun wettbegeistert oder nicht, jeder hatte seine ganz eigenen Gründe, um dabei zu sein. Trabrennen bei mir macht schon aus, dass ich als kleiner Junge auf der Rennbahn war und seitdem immer fasziniert war. Immer ein Traumberuf war, den auch machen konnte. Doch es wurde nicht nur gewettet, sondern auch gefahren. Das sportliche Highlight, der Berliner Amateurklassiker, das Fritz-Brandt-Rennen in 4 Vorläufen und einem Finale mussten Mensch und Tier eine Einheit bilden. Das ist natürlich die Faszination, dass man sich innerhalb von kürzester Zeit auf das Pferd einstellen muss und man muss ein Team bilden. Wenn man kein Team wird, kann man auch nicht gewinnen. Und das ist natürlich das Sensationelle an diesem Sport. Diese Leidenschaft teilen nicht nur ältere Herren. An dem Wochenende mischte auch eine 16-Jährige mit Linda Matzki, schaffte es mit ihrem Wallach It's Amazing gleich mal ins Finale. Da holte die Nachwuchsfahrerin sogar Bronze. Sie ist damit die jüngste Fahrerin in der Geschichte des Trabrennklassikers. Der Sieger war dann aber doch ein bisschen erfahrener. Jörg Hafer holte sich mit seiner Stute Smoky Juwel dieses Traditionsrennen. Natürlich erleichtert, ist klar, wenn man so ein schweres Feld hatte, 4 Vorläufe, waren alles gute Pferde, gute Fahrer. Und wenn man dieses Rennen gewinnen kann, Fritz-Brandt-Rennen ist ein Traditionsrennen hier in Berlin, ist das immer ein tolles Gefühl und ein tolles Erlebnis. Wetten und Gewinne, soweit das Auge reicht, die Liebe zum Tier und eine Bahn mit ihrem ganz eigenen Flair. Das Ostermeeting in Mariendorf, sportlich, leidenschaftlich und schon auch etwas romantisch. Am Wochenende finden die 127. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt. Wie gewohnt im SSE an der Landsberger Allee. Richtig, und wir haben eine junge und sehr ambitionierte Sportlerin begleitet, und zwar Leonie Kullmann. Leonie Kullmann, Schwimmerin, zarte 15 Jahre jung und allein in der Großstadt. Die Dresdnerin kam vor anderthalb Jahren in die Spreemetropole. Seitdem wohnt sie im Internat am Sportforum Hohenschönhausen. Sie braucht zwar nur angenehme 5 Minuten zum Training, doch um nach ganz oben zu schwimmen, verlässt sie auch gerne mal die Komfortzone. Sie ist auf dem besten Wege, richtig gut zu werden, dadurch, dass sie eben sehr, sehr akribisch arbeitet. Also sie ist nicht das allergrößte Talent, das muss man ganz ehrlich sagen, aber sie ist eine Arbeiterin. Und das, was sie macht, macht sie sehr gut, weil sie es eben sehr gut erarbeitet. Und nun ist sie hier, in der größten Stadt Deutschlands, 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Als Teenager ein gewaltiger Schritt. Es war schon schwer am Anfang, also sich einfach selber zu kümmern und früh morgens nicht von der Mutter geweckt zu werden, sondern mit dem Wecker aufstehen, sich selber die Brote zu schmieren und dann abends allein ins Bett zu gehen. So oft es geht, fährt Leonie nach Hause. Da wartet ein oft geweckter Stubentiger auf sie, Neptun, also der römische Wassergott. Hinter dem Namen steht eine bewegende Geschichte, die mit dem Elbhochwasser vor 2 Jahren zu tun hat. Die Familie, die die Katze gehört haben, die haben näher an der Elbe gewohnt und das wurde evakuiert, das Gebiet. Und deswegen mussten die auch irgendwie ihre Katzen loswerden und so haben wir ihn bekommen und so heißt er auch Neptun. Zu Hause wird dann aber nicht nur kräftig mit dem Kater gespielt, sondern weitergearbeitet. Für die Zeit in Dresden kriegt sie vom Berliner Trainer Alexander Römisch einen Plan mit, den sie alleine runterackert. Aber auch dann hat sie etwas Heimweh, diesmal nach Berlin, zu ihrer anderen Familie, ihrer Trainingsgruppe. Dadurch, dass wir in Berlin so ein gutes Verhältnis haben in der Trainingsgruppe, ist es dann schwer, sich alleine zu motivieren, zum Training zu gehen. Und ja, die Trainingsgruppe, die ist halt da zum Pushen und das hat man dann eben nicht, wenn man alleine schwimmen muss. Leonie Kullmann, eigentlich ein Familienmensch, eine junge Dame,
die mit ihren Liebsten gerne einmal um die Welt fahren möchte. Doch für ihr ganz großes Ziel arbeitet sie auch fast alleine in der großen Stadt Berlin. So, Caro, jetzt wird es ja wärmer. Du bist ja Fitnesstrainerin. Kommen die eigentlich noch zu dir oder rennen die jetzt alle raus? Nee, glücklicherweise sind meine Kurse nach wie vor voll. Aber ich habe tatsächlich ganz viele Teilnehmer, die zusätzlich laufen gehen, die auch zu solchen Events gehen, wie zum Beispiel zum Marathon. Ah, und wir haben jetzt Leute begleitet, die sich nicht nur auf Marathon, sondern auf Ultramarathon-Läufe vorbereiten. Also nicht nur einer, sondern gleich mehrere. Ist doch irgendwie vollkommen verrückt, oder? Dazu war die LG Mauerweg in Stechlin. Die Premiere 2014 war ein voller Erfolg und deshalb wird auch in diesem Jahr der Etappenlauf im Laufpark Stechlin neu aufgelegt, um die Saison 2015 so richtig einzuläuten. Du guckst in deinen Körper rein, siehst, wie die Form ausschaut. Und es gibt unterschiedliche Belastungsformen, von lang bis etwas kürzer. Und diese Variation, diese Bandbreite, die macht es, glaube ich, auch hier bei diesem Laufwochenende, hier bei der LG Mauerweg aus. Beim Osterevent handelt es sich um einen Gruppenlauf, der in drei Etappen mit einer Distanz von rund 160 Kilometern absolviert wird. Dabei geht es vordergründig nicht um, wer ist der Schnellste, wer kommt als Erster ins Ziel, vielmehr setzt die LG Mauerweg auf ein beeindruckendes Panorama und gegenseitiges Anfeuern. Ich genieße das einfach nur mit den Leuten, die sind so nett und es macht Spaß, mit denen zu quatschen und die Landschaft ist toll und da guckt man nicht auf die Uhr, wie viele Kilometer das sind oder so und schon steht man wieder am Verpflegungspunkt und dann geht's weiter, es macht einfach Spaß. Doch was für die rund 20-köpfige Truppe Spaß bedeutet, hört sich für den Hobbysportler brutal anstrengend an und lässt berechtigte Fragen aufkommen. Fast 200 Kilometer an einem Wochenende. Wie hält das ein normaler Mensch durch? Wie wird das gemacht? Dass es mal weh tut, gehört zur Natur der Sache. Also das wissen die alle. Die wissen auch, dass es irgendwann mal anfängt, schwer zu werden und beschäftigen sich da im Vorfeld auch mit. Ich zum Beispiel lege es mir halt im Kopf zurecht in kleinere Etappen. Ich sage jetzt mal, ich laufe jetzt 10 und dann wieder zur nächsten Verpflegungsstelle und so weiter. Und das ganz, ganz Wichtige bei unseren Läufen, bei den Gruppenläufen, sind die Verpflegungsposten. Da kann man sich wieder stärken, erfrischen. Und das sind alles Dinge, die einen sehr, sehr motivieren, gerade wenn es auf so Distanzen geht von 30 bis 50. Oder 60 Kilometern. Die Theorie damit also geklärt und auch das Vorurteil, Ultraläufer seien alle introvertiert, verrückt oder Einzelindividuen mit Persönlichkeitsstörung nicht wirklich nachzuvollziehen. Viel eher kommt bei genauer Beobachtung das Gegenteil zum Vorschein. Man findet auch zusammen und das bilden sich ja auch ganz oft Paare unterwegs, die gern miteinander laufen. Das heißt aber nicht, dass sie dann die ganze Zeit miteinander laufen, aber sowas verbindet einfach auch für die Zukunft oder fürs ganze Jahr. Gruppenläufe wie der Laufpark Stechlin fördern also den Willen und verschieben durch gemeinschaftliche Motivation die Grenzen des inneren Schweinehunds Meter für Meter und das Lauf für Lauf. Das Ganze gibt es natürlich nur wieder in Berlin. Europas größte und beste Volleyballmannschaften hier im Champions League Final Four. Nils, du warst doch da. Richtig. Die polnischen Fans, die haben richtig Stimmung gemacht und die BR Volleys konnten das beste Ergebnis ihrer Vereinsgeschichte einfahren und zwar den dritten Platz. Wow, kannst du mal sehen, Nils, die waren nicht faul im Winterurlaub. Nein, die waren 4 Tage nach diesem Highlight direkt wieder am Start. Rollentausch im Volleyballtempel aus Underdog wird Favorit, aus Champions League werden Bundesliga Playoffs und aus Kasan wird Düren. Die fühlten sich, die Dürener, in ihrer Außenseiterrolle sichtlich wohl. Dürener Mannschaft spielen immer super Abwehr. Heute war das wieder so. Es waren einige Phasen, wir konnten zwar einfacher gegen Kasan den Ball tot zu machen als gegen Düren. Die BR-Volleys konnten gegen Düren am Ende mit 3:1 gewinnen, den ersten Punkt holen in der Best-of-Five-Serie. Aber vor allem die Abwehrstärke ließ den deutschen Meister leicht wanken. Doch der Volleyball-Riese ist gewarnt, möchte auch nach dem Klasse-Erfolg in Europas Top-Wettbewerb unbedingt die deutsche Meisterschaft. Wir haben halt noch keinen Titel dieses Jahr, diese Saison. Klar, dritter Platz in der Champions League ist halt ein super Ergebnis, aber halt wirklich kein Titel. Die Meisterschaft fehlt uns noch. Wir wollen halt fortführen, dass wir halt auch die Serie halten.
Und dafür muss man arbeiten. Und dafür war heute halt der erste Schritt. In der Zwischenzeit stieg im Übrigen bereits das zweite Playoff-Spiel. Im Dürener Hexenkessel konnten die Power-Volleys die Partie lange offen halten. Doch am Ende durchbrach der Champions League-Dritte die Dürener Defense erneut und gewann mit 3:2 aus Sicht der BR-Volleys. Also 2:0 steht es in der Halbfinalserie. Das heißt, im nächsten Spiel in der Max-Schmeling-Halle können die Spree-Volleyballer bereits ins Finale einziehen. Also, ihr habt es gehört, am Donnerstag das entscheidende Match. Da geht es darum, Finale oder noch ein Spiel. Caro, was machst du bis dahin? Ich werde meine Teilnehmer an meinen Kursen quälen. Ja, so sieht sie aus, unsere Caro. Bleibt weiter so schön fleißig auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram und Google+. Genau, dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt sportlich!